Much. Now I'm asking Mrs. Rebecca Harms to take the floor for 3 minutes and a half. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Mogherini, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist für mich völlig klar, dass dieser Vorstoß von Frau Merkel und Präsident Hollande, dass das ein wichtiger Punkt war, zu versuchen, das Blatt zu wenden. Es ist wichtig, dass die beiden in Kiew Präsident Poroschenko konsultiert haben, mit ihm beraten haben, bevor sie das erste Mal seit langer Zeit den Verantwortlichen, den Hauptverantwortlichen für diesen ganzen Krieg im Osten an einen Tisch bekommen haben, nämlich Präsident Putin. Die ganze Europäische Union guckt ja gebannt auf das, was da passiert. Und ich glaube, dass es schon lange nicht mehr so gewesen ist, dass zwei europäische Staatschefs so viel Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in der ganzen Europäischen Union hatten und haben, weil es um Frieden geht. Ja, das ist das, wofür die Europäische Union steht. Das ist das, was die Europäer sich gerne in der EU bewahren möchten. Die wollen diesen Frieden, an den wir uns gewöhnt haben. Die müssen aber auch verstehen, dass parallel dazu in der Ukraine eine ganz andere Stimmung herrscht. Da wünschen sich die Menschen mehr und mehr, dass sie zurückkehren können in ein Leben ohne Krieg. Ich bin immer wieder völlig fasziniert davon, dass diesem Volk in der Ukraine nicht inzwischen völlig die Luft ausgegangen ist, weil die haben so oft schon gedacht, dass es jetzt eine Wende zum Besseren gibt, aber jedes Mal kam eine Wende zum Schlechteren. Auch die gucken jetzt gebannt auf das, was da in Minsk passiert, sind aber längst nicht so optimistisch, wie wir das sind, sondern haben eher Angst davor, dass es erneut, wie immer bisher in Minsk, so eine Salamitaktik gibt, die am Ende zu einer Verschärfung in der Situation im Osten der Ukraine führt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, muss ich sagen, auf ein Wunder. Ich glaube aber nicht an ein Wunder. Und auch wenn Angela im Spiel ist, ich schließe mich ausdrücklich meinem Kollegen van Baalen an, dass wir dann, wenn dieser Versuch scheitert, neu darüber reden müssen, was wir tun können. Es hat viel zu viel Zögerlichkeit und Unentschiedenheit in der Europäischen Union gegeben. Die Sanktionen, ja, ich muss nur an Herrn Kollegen Hahn denken, der Österreich repräsentiert, Österreich, andere haben immer wieder daran gezweifelt, dass wir eine als Softpower, eine Alternative zu militärischen Mitteln haben. Aber wir werden wieder darüber diskutieren müssen, wenn Minsk scheitert. Und wir werden auch darüber diskutieren müssen, was das eigentlich bedeutet, dass wir immer sagen, die Ukraine hat ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Wenn die Idee des Euromaidan fällt, wenn die Idee von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, von Gerechtigkeit, darum ging es, wenn das fällt, dann fällt tatsächlich auch ein Stück Europa. Und diese Geschlossenheit, die muss nicht nur in dieser Situation da sein, sondern die Geschlossenheit gegenüber Russland, die werden wir noch lange brauchen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.